total selbstbewusst und extrem schnell integriert in der Mannschaft. Man sieht nicht nur im Training, sondern auch im Spiel seine Qualitäten. Er ist unheimlich lauffreudig, er ist technisch gut und ist auch da, wo es dann gefährlich wird. Und es kommt nicht von ungefähr, dass er jetzt nach 2 Spielen auch 2 Tore gemacht hat, weil er immer wieder in diese Situation kommt, überhaupt zu laufen, in der Box zu sein, und hat auch einen ganz guten Riecher, wo der Ball hinkommen kann. Wenn es perfekt läuft, stünde er jetzt bei 3 Toren, weil er auch gegen Japan noch eine ganz gute Torchance hatte. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja, aber das zeichnet ihn so aus. War immer geduldig, habe die ersten Spiele auch erst bei der zweiten gespielt. Also es war nicht immer ganz einfach, wie vielleicht alle denken. War auch viel Geduld. Und ja, habe auf meine Chance gewartet. Dann ist sie gekommen. Und ja, dass alles so gut läuft, macht mich glücklich. Aber ich darf we nicht weniger machen. Im Gegenteil, ich muss jetzt erst recht noch mehr machen. Ja, die letzten Wochen waren nicht einfach, auch persönlich für mich nicht. Aber ich bin ein Mensch, der nicht aufgibt und jetzt einfach weiterarbeitet, sich zu Training versuchen zu empfehlen. Und im Endeffekt entscheidet dann Trainer, wer spielt und wer nicht. Aber ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Punkte holen. Und das Ziel ist erstmal nicht absteigen.